Der Fußball-Halbgott ist in Frankreich angekommen. Ab jetzt trägt Neymar die Rücknummer 10. Als Monstertransfer ist er aber schon jetzt die Nummer 1 bei den Pariser Fans, die es kaum abwarten konnten und Schlange fürs mittlerweile ausverkaufte Trikot standen. Für sie ist der Rekordwechsel außergewöhnlich. Genauso wie es die Ablösesumme von 222 Millionen Euro ist. Der teuerste Transfer in der Fußballgeschichte. Der Starspieler sieht das eher gelassen. Dass ich jetzt der teuerste Spieler bin, ist keine Belastung für mich. Ich wiege nur 69 Kilo. Ich bin nicht belastet. Eine Menge Geld hat er ja auch locker gelassen. Die Millionenablöse hat Neymar offenbar aus eigener Tasche bezahlt und von Katar zurückbekommen, dem Investor von PSG. Und damit hat der Pariser Club das Financial Fair Play einfach umspielt. Denn eigentlich darf ein europäischer Club nicht mehr ausgeben, als er einnimmt. Paris hat in diesem Sommer Spieler im Wert von 17 Millionen Euro verkauft und bisher Spieler im Wert von 16 Millionen eingekauft. Neymars Gigantenablöse von 222 Millionen Euro käme nun obendrauf. Aber solche Summen sind ja nicht refinanzierbar. Da müsste Paris ansonsten seine halbe Mannschaft verkaufen, um die Summen wieder einzunehmen. Die UEFA sollte sehr genau aufpassen, ob sie sich das gefallen lassen, dass ihr Financial Fair Play nicht völlig ausgehöhlt wird, weil ansonsten kauft sich der Nächste aus seinem Vertrag raus. Für den Clubchef Al-Khelaifi, ein katarischer Geschäftsmann, lief alles transparent und sauber ab. Der Spieler und die Marke Neymar sind in seinen Augen in ein paar Jahren sogar noch mehr wert als 222 Millionen. Die Transferdimensionen im Fußball, sie sind wohl noch lange nicht ausgeschöpft.